Ich wollte auch nicht sehr viel sagen. Ich wollte euch einladen. Der Franco Thiou veranstaltet in Brebach einen kleinen Vortrag mit meiner bescheidenen Wenigkeit. Da geht es um die ganze Palette der Manipulationen, angefangen von der Verarschung in den Massenmedien. Hierher kommen! Ja, danke. Ich habe seit 1995 keinen Fernseher mehr und da habe ich auch gemerkt, dass ich klarer im Kopf werde. Also das, was mein Vorgänger gesagt hat, dem kann ich nur beipflichten. Es geht um natürlich den Gen-Dreck, den wir ins Essen gemischt bekommen. Und es geht um Chemtrails, es geht um die Gefahren, die von HAARP ausgehen. Und es gibt nicht nur ein HAARP, es gibt mittlerweile 25 solche Anlagen, die die Ionosphäre mit Elfwellen bombardieren. Es geht um Fälschungen in der Geschichte, um 9/11. Also das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass wir da Klarheit schaffen und das ins Bewusstsein der Öffentlichkeit bringen, dass das ein sogenannter Inside-Job war. Ich erinnere, vor anderthalb Jahren war ein schönes Interview von Alex Jones mit David Icke. Und Alex Jones hat gesagt zu David Icke, wir werden ja von allen Seiten angegriffen. Und da hat David Icke die interessante Antwort gegeben, hat gemeint, nein, nein, das ist kein Angriff, die verteidigen sich, weil sie wissen, ein neues Bewusstsein kommt auf den Planeten. Und ich bin zwar nicht sehr sensibel oder sehr sensitiv, aber ich spüre das. Vor allem, weil ich viel rumkomme und merke, die Leute wachen auf, immer mehr. Und das ist ein sehr gutes Zeichen. Ich war auch... habe einen spirituellen Ansatz oder einen bewusstseinsmäßigen Ansatz und ich glaube, das, was Nassim Haramein, Dieter Bröers, Johanna König und andere Physiker sagen, dass es sehr gut möglich ist, dass durch die Sonnenaktivitäten, also die Sunflares, jetzt weniger die Gamma-Ray Bursts, aber hauptsächlich Sunflares, also Neutrino-Ausbrüche, aber wenn so ein Ausbruch die Erde voll erreicht, dass das dann eine Bewusstseinsveränderung über die biochemische Ebene gibt. Das heißt, die Hypophyse wird mehr DMT produzieren und die Epiphyse mehr Melatonin. Und das ist sehr gut möglich, dass das passiert. Und dann wird das Erwachen viel schneller gehen und viel intensiver und natürlich global. Weil die Zustände, die jetzt auf der Erde herrschen, die sind absolut unerträglich. Ich erinnere an Gaza, also Leute, die Kinder bombardieren, sind sowas von krank. Genau das, was in der Ukraine, in der Osten- und Südost-Ukraine passiert, was verschwiegen wird, diese vielen Drohnenangriffe, dass der sogenannte Friedensnobelpreisträger jeden Freitag eine Liste unterzeichnet mit Angriffen. Da fliegen Hochzeitsgesellschaften in die Luft und hauptsächlich Zivilisten, also da wird nur noch massakert. Und deswegen finde ich schön, dass ihr da seid und mithelft, ein neues Bewusstsein auf die Erde zu bringen. Im Grunde ist... Dankeschön. Das ist ja spiritueller Ansatz. Bei dem Vortrag geht es auch um Lösungen, dass wir für alles, für jedes Problem, was herrscht, Lösungen haben. Wir haben Freigeld und wie das genau funktioniert, das ist so einfach, das werde ich erklären. Wir haben freie Energie, es gibt 5200 freie Energiepatente, das wird blockiert. Wir haben jede Menge alternative Medizin, allen voran die neue germanische Heilkunde, die die Ursache der Krankheiten erklärt und so weiter. Wir haben die Möglichkeit, die ganzen genmanipulierten Felder zu beseitigen, indem man das Saatgut vorher einem elektrostatischen Feld aussetzt und so weiter. Und auf diese ganzen Themen werde ich eingehen. Also ihr seid am 25. In Brebach recht herzlich eingeladen und ich danke euch, dass ihr mir so lange zugehört habt. In Brebach, das sagt der Frank, wo genau das ist, in der alten Turnhalle. Ich übergebe.